Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle euch für unseren YouTube-Kanal Modparks, also die Gewächshäuser und eine Baumschule vor. Das ist ein Pack, was komplett gemeinsam geliefert wird. Ja, wenn euch unsere Modfolge schon gefallen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da schreibt, gerne mal in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen, würden wir uns sehr freuen. Ja, dieses Pack besteht aus insgesamt drei Gebäuden. Einmal dieses Gewächshaus, das kennt ihr eher so aus dem Standardspiel für Salat, Erdbeeren. Ja, sind hier noch, ist Rotkohl hier noch mit bei. Hier gibt es eins für Aloe Vera und Palmen, glaube ich, und das ist diese Baumschule. Ich zeige es euch natürlich alles in Ruhe. Ist ja klar. Dieser Mod wird uns zur Verfügung gestellt von, ich kann es schwer aussprechen, Gwendal. Ich hoffe, es ist richtig. Wenn nicht, tut es mir leid. Und wer die Modder schreiben, ihre Modbeschreibung, ist der Mod für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch von der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können zum Modder runterladen. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Ihr findet das Ganze im Baumenü unter Produktion und dann unter Gewächshäuser. Und hier habt ihr dann quasi für 30.000 Euro das Gewächshaus für Rotkohl, Salat, Erdbeeren, Tomaten und Tulpen. Genau. Hier habt ihr es für Aloe Vera und Bambus. Und da ist halt diese Baumschule. Ne? Für 50.000, 40.000 und 30.000, je nachdem. So, wenn wir uns das mal erstmal anschauen hier. Ihr benötigt zum Beispiel für die Baumschule Wasser und Mineraldünger. Da könnt ihr Bonsai, Zypressen und Eukalyptus produzieren. Hier könnt ihr Bambus und Aloe Vera, braucht ihr Wasser, Mineraldünger und Saatgut für. Und für das andere braucht ihr halt Wasser, Saatgut, Mineraldünger für Tomaten, Salat, Erdbeeren, Rotkohl und Blumen. Jetzt können wir natürlich sagen, ich sag mal jetzt Tomaten, Salat, Erdbeeren, lassen wir weg. Das kennt ihr aus dem Standardspiel, das brauche ich euch ja jetzt nicht zwingend nochmal zeigen. Nein, nicht, Moment. Was habe ich jetzt gemacht? So, nicht direkt verkaufen, sondern behalten. Ich wollte es hier aktivieren. So, das war mein Plan. Probieren wir erstmal, damit ihr auch mal seht. Ah, da passiert schon was. Lass mal ein bisschen die Zeit für uns spielen. Und ihr seht, sobald ihr alle benötigten Utensilien hingebracht habt, hier ist zum Beispiel Abladepunkt, dann seht ihr auch wirklich eine Baumschule. Hier sind Pflanzen in den Terrakotta-Töpfen. Hier müsst ihr Wasser hinbringen. Und dann sollte eigentlich dann irgendwo was spawnen. Genauso wie hier. Ne? Da habt ihr dann diese Aloe Vera und Bambus. Auch hier schön im Gewächshaus drin und das gleiche ist dann hier mit Rotkohl und Tulpen. Ich habe jetzt den Rest weggelassen. Wir können ja mal ein bisschen Gas geben. Mit der Hoffnung, dass da mal irgendwann was passiert. So. Also irgendwie produziert er nichts. Ich verstehe nicht warum. Und er spawnt hier auch nichts raus. Hier ist nur Abladetrigger. Ah, hier. Hier haben wir schon mal die ersten Erträge. So, hier haben wir schon mal Rotkohl und die Tulpen in Kartons. So, die können wir natürlich uns dann dementsprechend holen. Wir müssen mal schauen, ob es auch einen Verkaufspunkt gibt, weil das wäre natürlich auch nicht unwichtig. Genau, da habt ihr auch passend zum Mod noch den Verkaufspunkt, den ihr noch platzieren könnt, damit ihr die Klamotten auch loswerdet. Jetzt ist meine Frage nur, wie gibt ihr das hier raus? Wenn ich mal frage, weil hier ist ein Abladetrigger, hier ist der Produktionsmenü-Trigger. Wir können mal ins Produktionsmenü reingucken. Okay, ich bin noch gar nicht fertig, dann lassen wir jetzt halt nochmal laufen, mal einen Tag. Bis dahin sollte hoffentlich was passieren. Ne, auch hier ist wieder. Ah, da hinten. Ah, sorry, nichts gesagt. Hier spawnen dann die Paletten. Okay. Okay. Um ganz sicher zu gehen, können wir mal super Stärke anmachen. Ihr seht. Ihr seht nichts. Aber hier ist halt Trigger auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall habt ihr hier jetzt dann die Bäume, die ihr quasi dann hier verkaufen könnt. Ich soll schon mit dem Stapler reinfahren, um die dann da wegzukriegen. Ja. Sieht dann mal sehr fresh aus, muss ich sagen. Auch ein recht großes Gebäude, das muss man auch mal sagen. Also recht groß platziert. Also es ist nicht gerade was Kleines hier. Brauchen relativ lange. Auch hier sehen wir dann, ne, die Palette mit dem Aloe Vera jetzt in dem Moment. Aber sieht sehr cool aus und ja, finde ich eigentlich sehr interessant. Machen wir einen neuen Produktionszweig, den es gibt. Da muss nicht viel machen, hier nur hinbringen und abwarten. Aber wir können mal schauen, was uns das Ganze jetzt eigentlich bringt. Wahrscheinlich ganz unten. Da haben wir, ach gut, steht nichts drin. Ach, da. Okay, 1500, 1600, 1600,
Außer 500. Also nicht ganz unattraktiv, würde ich behaupten. Ja, texturtechnisch, klar, hier sind es quasi gefühlt die normalen Standardgewächshäuser. Hier ist es eher so eine Wasserrinne, wo die Töpfe stehen. Aber finde ich sehr gut. Sonst so gelungen. Auch gerade die Paletten hier hinten mit den Verkauf, mit den in diesen Holzverschlägen, in diesen Gitterboxen. Gerade diese richtig hohen Bäume hier. Das ist schon ordentlich, muss man sagen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer, dass, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne mal in die Kommentare und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Mir kostet kein Geld, nur ein paar Klicks. Würden wir uns darüber freuen. In diesem Sinne verabschiede ich von euch. Hoffen wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.